Letztes Mal in Pokémon Schwert. Oh, eine Leiterin. Die kurze hier, alles klar. Ja, die fand ich auch in der Vorstellung schon sehr niedrig. Niedlich. Niedrig, weil ich laber eine Scheiße heute wieder. Und nun zurück ins Abenteuer. Ja, damit herzlich willkommen zurück in Pokémon Schwert. Und während ich hier in der Naturzone ein bisschen am Trainieren war, weil ich ein neues Team zusammengestellt habe, das zeige ich euch dann kurz vor der Arena, habe ich festgestellt, hier hinten in der Naturzone steht ein Haus. Hier kurz vor Claw City. Und da möchte ich mal hingehen, das möchte ich euch jedoch nicht vorenthalten an der Stelle. Oh, das ist eine Pension. Ich sehe schon. Wie sieht's denn hier aus? Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rallye erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Was, Rotom Rad verbessern? Wenn ich dein Fahrrad aufmotze, lädt sich dein Rotom Turbo schneller auf. Dafür bräuchte ich aber 1000 Watt. Soll ich loslegen? Hammer. Ja, mach mal. Für was anderes nutzen wir die sowieso nicht. So, das wäre geschafft. Jetzt, wo dein Fahrrad schneller ist, nimmst du bestimmt bald wieder an einer Rallye teil, oder? Was denn für eine Rallye? Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzonenfiliale des Pokémon-Horts. Keine Sorge, hier wird genauso fürsorglich mit deinen Pokémon umgegangen wie in unserer Hauptfiliale auf Route 5. Wie sieht es aus? Möchtest du einige deiner Pokémon in unsere Obhut geben? Nein. Bis bald. Jo, tschüssen. So, was denn für eine Rallye? Falls ich sie finde, die Rallye, zeige ich sie euch. Ansonsten machen wir einen Cut zur Kampfarena, denn für die trainiere ich gerade. Tja, und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr aber seht, auf Route 6. Denn offenbar ist tatsächlich die Professorin hier oben diejenige, die uns ein Fossil wieder erwecken kann. Und hätten wir es einfach nochmal angesprochen, glaube ich, hätten wir auch erfahren, dass er das doch direkt hier macht. Hm? Du hast ja ein paar Fossilien, würdest du sie mir mal zeigen? Jupp. Also, mit welchem Fossil glaubst du, meine hohen Standards zu erfüllen? Ich kann nur das Vogelfossil auswählen. Achso, na gut, dann nehmen wir da das. Wollen wir das machen? Ein Vogelfossil mit einem Paddelfossil. Ja, gut, los, warum nicht? Okay, es macht mir Angst. Ein voller Erfolg. Legriodon. Was ist ein Legriodon? Was zum Teufel ist denn das? Scheiße. Elektroeis. Durch das Zittern seines gefrorenen Oberkörpers entsteht Elektrizität. Das Laufen fällt ihm äußerst schwer. Das Fossil-Pokémon. Du Scheiße, was ist denn das? Nee, in der Box. Mach mal nicht hier. So ein Zeug. Müssen wir später nochmal her. Ja. Genau. Es ist jetzt so, ich war jetzt ein bisschen trainieren, sowohl in der Naturzone als auch hier auf Route 6 und so weiter und so fort und habe auch mein Team deutlich verändert. Ja, jetzt kommt hier gerade noch ein Dickdri, das können wir gleich noch platt machen, warum eigentlich nicht. Ja, wie ihr seht, einer der Neuen, die wieder mit im Team sind, ist Kranowitz. Hat auch seinen Grund, Flug ist schließlich effektiv gegen Kampf. Und wir haben noch weitere Flug- und Psycho-Pokémon jetzt dabei. Und davon erhoffe ich mir dann doch, huch, das Vieh ist aber gar nicht so schwach. Muss dann doch nochmal wechseln. Ich will aber die EP noch mitnehmen. Dann wechseln wir hier an der Stelle mal auf Pampam. Ja, ihr seht schon, wohin genau. Und Noctu ist noch dabei. Noctu ist Flug-Psycho und wohin genau ist nur Psycho. Sollte uns dann hoffentlich ein bisschen weiterbringen. Pampam haben wir auch ein bisschen gelevelt. Wir haben alle ein bisschen gelevelt. Off-Cam. Und ich hoffe,
dass wir jetzt deutlich bessere Chancen haben in dieser Arena. So, ich muss nur vorher noch kurz ins Pokémon Center heilen und nochmal an den Shop. Ein bisschen was müssen wir noch einkaufen. Das nützt nichts. Ich habe nämlich auch beim Training jetzt einfach mal ein paar Items unterwegs verwendet. Body Slam ist eine normale Attacke. Hat 85 Stärke. Nee. Möchte ich nicht. Den Kraftschub möchte ich behalten. Oh, ich bin aber jetzt auch müde hier vom Rumrennen und Trainieren. Ja, bin sicher. So, Pampam hat Body Slam nicht erlernt. Genau meinen Wünschen entsprechend. Und wir gehen jetzt wieder hoch nach Dingens City hier. Wobei, ich war blöd, ich hätte auch einfach hinfliegen können. Aber die paar Meter habe ich gedacht, naja, was soll's. Gut, okay. Also ab ins Pokémon Center. Und dann werden wir uns erneut der Arena stellen. Und ich hoffe, diesmal werden wir mehr Erfolg haben. Gut. Dann schauen wir mal kurz, mit was wir denn leaden könnten. Gleich mit Granowitz will ich eigentlich nicht raus. Wir könnten erstmal mit Belektro rausgehen, der hat ja auch einiges getankt. Und dann sehen wir weiter. Weil ich möchte gern eigentlich entweder Granowitz oder Noctu deine maximieren. Die möchte ich mir dafür aufheben. Und ich wollte noch shoppen. Stopp. Noch ein paar Heil-Items mitnehmen. Ich glaube, die werden wir trotzdem benötigen. Dann kommen wir vermutlich nicht ganz drum rum. Gut. Nein. Ach, was mache ich denn jetzt? Cut. So, lasst mal sehen. Supertränke. Ich brauche auf jeden Fall Supertränke. Da kann ich gleich mal wieder 7 mitnehmen, dass wir wieder auf 10 kommen. Sonst irgendwas. Beleber. Ich habe 4, ne, dann nehme ich nur 6 mit. Gut. Okay. Dann jetzt aber zurück in die Arena. Und auf ein neues. Jupp, will ich. So, mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Ich denke ja schon, dass wir jetzt besser ausgestattet sind. Und erhoffe mir davon jetzt natürlich auch einen Sieg. Wenn auch vielleicht knapp, aber könnte klappen. So, Mädchen, auf ein neues. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Saida. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz einer wahren Kriegerin hast. Ja, haben wir schon mal gehört. Auf geht's. So.
Jetzt werden wir mal sehen. Mal gucken, ob wir eine Paralyse reinkriegen. Ein paar Level haben wir ja auch zugelegt. Also das sieht jetzt schon nicht so schlecht aus. So, da haut mir eine Vergeltung rein. Die knallt natürlich. Klar, gar keine Frage. Ui. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass der sich ja einen KP behält. War mein Fehler. Da holen wir doch gleich mal... Ne, da holen wir jetzt als allererstes mal Pampam vor. Der macht den Rest. So, ja, an der Stelle reicht auf jeden Fall ein Fußtritt. Und wir werden uns jetzt Belektro wiederholen. Definitiv. Noctul erreicht Level 31, das ist schön. Pandagro, ich möchte wechseln. Und zwar auf Kranowitz. Und trotzdem soll ich jetzt schon... Ja, vielleicht sollte ich noch warten. Ich lasse Belektro erstmal über. Ich mache einen Klauenwetzer. Als allererstes. Ja, kann er machen. In dem Fall jetzt hier. Habe ich ja auch gemacht. Und jetzt gibt es einen Pflücker. Ich muss ein bisschen erhöhen, weil ich habe bis jetzt noch keine andere Flugattacke wieder dazu bekommen. Aber das sieht ganz gut aus. Unlicht. Ich habe aber die Initiative auf meiner Seite. Ich greife jetzt nochmal an. Vielleicht. Ah, ich habe auf ein Critical gehofft, weil wir auch die Genauigkeit erhöht haben. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Und zwar richtig jetzt. Gut, dann macht den Rest wieder Pampam. Dann darf der kleine Bär dem großen Bären jetzt mal eine drüber hauen. Gar kein Problem, gibt's wieder einen Fußtritt. Gut. Sind wir den schon mal los? Jetzt müssen wir aufpassen. Lauchzelot. Mhm. Nein, ich kämpfe erstmal weiter. Okay. Level 35. Ich nehme jetzt einen Beleber. Hole mir Kranowitz zurück. Lauchzelot. Ich verteile jetzt noch einen Supertrank an Kranowitz. Da kann man nämlich vielleicht darauf verzichten, das Belektro wiederzuholen. Gut, Pampam ist erledigt. Gut, das war ein Critical Hit. Okay, alles klar. Aber wir holen jetzt Noctu vor. Und machen wir einen Luftschnitt oder einen Sondersensor? Ich würde es mit einem Luftschnitt probieren wollen. Ja. Erstmal Luftschnitt. Ja, das knallt ordentlich, das ist sehr schön. Ah, Vergeltung. Gut, dann kann ich jetzt nur auf Kranowitz gehen.
Theoretisch müsste es mit einem Pflücker klappen. Okay. Ach, Mist. Wirbler. Bringt ihm das viel? Nee. Naja, was heißt nee, aber... Komm, Initiative, bitte. Ja. Sehr gut. Okay. Jetzt. Okay, Level up für wohin genau? Und Kranowitz? Macho Mai. Bleib standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Oh je. Okay. Ich muss... hab ich noch... Nee. Ich habe nichts mehr, was wiederbelebt und gleichzeitig KP voll auffüllt. Das heißt, wir holen uns jetzt am besten Noctu erstmal zurück. Menno, dann schlagen wir ihm alles kaputt. Dynamaxer, ja. Okay. Kranowitz geht jetzt drauf, das war vorauszusehen. Ich hole jetzt aber noch nicht Noctu raus. Ich hole jetzt erstmal Chimsticks raus. Noctu will ich noch heilen. Gut. Okay. Einmal Supertrank, reicht der 60 Punkte? Ah, gerade so. Gut. Giga-Fokusschlag. Naja, hau rein. Damit habe ich gerechnet, das war jetzt eigentlich auch mehr Opfer bringen. Oh, hat er aber gut weggesteckt. Dementsprechend, damit ich trotzdem den Zugvorteil nachher habe, setzen wir uns erstmal Pflanzensäulen ein, auch wenn das jetzt nicht so viel bringen wird. Genau, jetzt darf ich nämlich wechseln. Also ansonsten hätte ich einen Zug verschwendet damit, das wäre nicht sehr intelligent gewesen. Okay. Jetzt ist Noctu dran. Und zwar inklusive Dynamax, denn du bist jetzt durch. Das wollte ich auch erreichen damit. Dynamax, und was haben wir denn? 130. Deine Düse, deine Chinese. Oh, gute Frage. Probieren wir die deine Chinesen. Weil mich interessiert im Zweifel nämlich dieses Psychofeld, was da aufgebaut wird. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, das hat schon mal ziemlich gut reingehauen. Und er dürfte uns nicht allzu viel machen können. So, der Boden fühlt sich seltsam an. Aha. Upsi.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir werden doch nicht schon wieder verlieren. Kommen wir hin, genau, du bist jetzt ein Opfer. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich bewusst einsetzen, aber... Nee, das klappt nicht. Beleber. Noctu. Eigentlich. Oder? Ja, Noctu. Okay, wohin genau hat das getankt? Supertrank. Auf Noctu. Krass. Das war ein Volltreffer. Hammerhart. Okay. Okay, Abgangsbund. Ist doch ein Deal. Gut. Hat nicht mehr gereicht. Schade. Aber wir haben noch unser Noctu. Das muss jetzt klappen. Ey, wohin genau hat es mehr getankt, als ich erwartet habe? Luftschnitt, Sondersensor. Sondersensor. Und ich habe die Initiative auf meiner Seite. Ja! Ja! Ja, Macho Majestät. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben Saida besiegt. Ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Oh ja. Und Chimsticks entwickelt sich. Sehr gut. Chimsticks hat sich zu einem Gortrom entwickelt. Sehr schön. Das Drummer-Pokémon vom Typ Pflanze. Es kontrolliert die Macht seines speziellen Baumstumpfes durch Trommeln. Im Kampf manipuliert es damit Wurzeln. Sehr gut. Trommelschläge. Ja, da gucken wir doch mal. Typ Pflanze, Stärke 80. Meine zweite Stärke 80 Attacke. Kommt Zauberblatt wieder raus. Ganz einfach. Wobei, der Doppelschlag kann auch erstmal raus. Ja. Naja, da kommt erstmal der Doppelschlag raus. Ah, wunderbar. Damit haben wir unseren vierten Orden. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Ja, da ist er. Beim zweiten Versuch hat es funktioniert. Wundervoll. Gut, jetzt kann ich alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Saida. Jawohl. Wir bekommen jetzt noch die TM42-Vergeltung.
Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten hat. Das haben wir gemerkt. Und die Uniform bekomme ich auch noch oben drauf. Also wie immer. Ja. Damit haben wir den Kampforden. Ein Voldi? Kommt jetzt Sanja? Haha, ich glaube, mein Voldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde ich mich deine Meinung dazu interessieren. Ups. Das, was passiert. Kommen wir jetzt doch rein? Da waren wir zu früh oben, hä? Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldi. Ja, und in der nächsten Episode sehen wir nach, was in der antiken Stätte passiert ist. Jetzt genieße ich erstmal meinen Orden. Den betrinke ich erstmal. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und verabschiede euch bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Ich bin jetzt raus hier. Haut rein!